ist gerade erst 18 Jahre alt geworden, aber aus dem Kader der Gladiators Trier nicht mehr wegzudenken. Sebastian Herrera gilt als das große Talent im Kader des Basketball-Zweitligisten von der Mosel. Dort hinterlässt der Flügelspieler in dieser Saison richtig Eindruck. Wenn es die Zeit zulässt, ist er gleichzeitig im Regionalligateam der Gladiators ein Punktegarant. Dietrich Bob hat der Fechtabteilung des PSG Trier den ersten deutschen Meistertitel beschert. Er gewann bei der B-Jugendmeisterschaft die Degenklasse und setzte sich dabei im Feld von 64 Teilnehmern durch. Bobs Erfolgsgeheimnis? Eine technische Höchstleistung, eine gute Haltung sowie ein gutes Timing. Fußballer Lukas Kramp von der SG Schoden machte 2015 bundesweit Schlagzeilen. Nach 19 Rheinland-Liga-Spieltagen zum Jahreswechsel hat er schon fantastische 26 Tore zu Buche stehen. Beim 6:0-Erfolg gegen Schweig traf er 6-mal in einem Spiel. Auch in der Bezirksliga-Saison zuvor war Kramp nicht zu stoppen. Die Gerd Müller verdächtige Bilanz nach 30 Spieltagen, 30 Tore. Trotz doppelten Verletzungspechs hat Radrennfahrer Miguel Heidemann 2015 einen hervorragenden 8. Platz bei der deutschen Straßenbergmeisterschaft erreicht. Im Mountainbike-Marathon gewann er zudem die rheinland-pfälzische Juniorenmeisterschaft. Leichtathlet Tarek Bakali von der LG Bernkastel-Wittlich erreichte bei der deutschen Jugendmeisterschaft in seiner Klasse U20 in starken 54,9 Sekunden Rang 7 über 400 Meter Hürden und das als Zweitbester des jüngeren Jahrgangs. Zudem wurde er erstmals bei den Männern Rheinlandmeister über 400 Meter Hürden.